Lass uns ein bisschen über Intonation und das Korrigieren per Hand sprechen. Heutzutage gibt es viele Hörner, die zwar nicht sehr gut, aber immerhin gut genug stimmen. Mein Ziel war es jedoch, auch noch die letzten 3 bis 5% zu erreichen, bis zum perfekten Intonationskompromiss. Ein Kompromiss wird es nämlich immer bleiben. Natürlich sollen die Oktaven möglichst gut stimmen. Die Naturterz ist eine von Natur aus tiefe Note. Es ist nicht möglich, alle Naturterzen mit Mensuränderungen zu korrigieren. Im Grunde genommen sind es ja nur 3 Töne, die bei einem Doppelhorn zum Beispiel als Naturterz gut zu verwenden sein sollen. Erstens, das mittlere G auf dem B-Horn. Sehr oft findet man das mittlere G deutlich tief, zum Beispiel so. Nicht bei meinen Instrumenten, da ist dies korrigiert. Das mittlere G auf dem ersten Ventil stimmt fast genau, ist sehr leicht zu korrigieren. Zweitens, das A über dem Notensystem als 10. Naturton. Der obere Ton ist dieses A, der 10. Naturton. Sehr oft findet man ihn so. Manchmal so tief, dass er nicht zu verwenden ist. Bei meinen Instrumenten ist er sehr gut zu verwenden. Natürlich ist dieses A auch auf 1-2 verwendbar. Naturgemäß minimal hoch, aber auch leicht zu korrigieren. Der Unterschied zwischen dem Griff 1-2 und leer ist nicht so groß wie sonst üblich. Das liegt ziemlich nah beieinander und ist gut auf beide Versionen zu verwenden. Drittens, der dritte Naturton, der verwendbar sein muss, das Gis über dem Notensystem als 10. Naturton. Sehr oft findet man ihn so. So tief, dass man ihn nicht verwenden kann. Das ist hier wesentlich höher. Natürlich ist dieser Ton auch auf 2-3 spielbar. Der Unterschied zwischen der Griffweise 2-3 als 12. Naturton und der Griffweise 2 als 10. Naturton ist nicht sehr groß. Es bleibt ein kleiner Unterschied, aber der ist nicht sehr groß. Mit ein bisschen Geschick
ist auch diese Note sehr gut als 10. Naturton zu verwenden. Auf dem Naturhang gelten die Naturterzen, also der 5., 10. und 15. Naturton, nicht als schlechte Note. Ein Naturhornist hat und braucht das Geschick, dies zu korrigieren. Wir haben hier einen Naturhorn in F und ich blase den 5. Naturton. Dieses E. Und das ist naturgemäß etwas tief. Das ist normal, das ist eine Naturterz. In der musikalischen Praxis muss es ein bisschen höher sein. Und das ist für einen Naturhornisten gar kein Problem zu korrigieren. Er muss oft viel mehr korrigieren. Wir schauen jetzt den Ton, denselben Ton an, aber eine Oktave höher als 10. Naturton. So ist er auf dem Instrument drauf. Bisschen tief. Und Naturhornist korrigiert das. Ganz easy. Wiederum, er hat viel schwierigere Töne zu korrigieren. Wir sollten als Ventilhornisten dieses Geschick nicht verlernen. Auf deinem Engelbert-Schmidt-Horn sind also diese drei wichtigsten Naturtöne sehr gut, sehr leicht zu korrigieren und also verwendbar. Ein praktisches Beispiel, Beethovens 7. Sinfonie. Es ist sehr angenehm, bei dieser Stelle die 10. Naturtöne verwenden zu können. Was bringt dir das? Das bringt dir mehr Sicherheit für diese Töne. Mit einem Horn, bei dem diese Naturterzen viel zu tief sind, musst du auf die unsichereren 12. Naturtöne ausweichen. Außerdem klingen die zu tiefen Töne der Naturterzen sogar bei einer schnellen Passage falsch. Nicht so bei korrigierten Naturterzen. Die technischen Passagen werden leichter, sicherer, klarer. Die 10. Naturtöne klingen intonationsmäßig richtig. Zum Beispiel aus dem 4. Mozart. Das A oben ist dann klarer, wenn man es leer spielen kann. Es gibt einige Hornmodelle, bei denen das mittlere G auch gut verwendbar ist, aber nicht gleichzeitig das Gis und A oben als 10. Naturtöne. Mein Ziel war es, diese drei wichtigen Naturterzen aus der natürlichen Stimmung herauszudrücken, ohne anderen Tönen zu schaden. Ohne Computer kein Schaden. Lass mich noch kurz generell über Intonationskorrekturen sprechen. Viele Hornisten korrigieren die Intonation mit den Lippen. Das ist möglich, aber in der oberen Oktave sehr gefährlich. Eine große Kicksgefahr. Auch bei einem sehr gut stimmenden Horn muss man immer noch manchmal korrigieren. Der Instrumentenbauer kann nur erreichen, dass die sogenannten reinen Naturtöne ziemlich gut übereinander stimmen. Es ist aber nicht möglich, alle Kombinationen 1-2 durch den Mensurverlauf nach unten zu korrigieren. Die Kombination 1-2 ist naturgemäß etwas hoch. Ich empfehle, dies nur mit der Hand zu korrigieren und mit den Lippen überhaupt nicht. Das Korrigieren mit dem Handballen
ist notwendig beim Naturhorn. Bei einem sehr gut stimmenden Ventilhorn genügt aber die Korrektur mit den Fingerspitzen. Das geht sehr schnell, reicht aus, ist für die Kollegen unsichtbar und ändert den Klang fast gar nicht. Ich demonstriere mal die Korrektur mit den Fingerspitzen anhand dieses abschaubaren Bechers. Korrigieren nur hier mit den Fingerspitzen, mehr oder weniger. Und das geht sehr schnell. Man kann es dosieren und es genügt, es reicht aus. Mit den Handballen überhaupt nicht korrigieren. Der Handball bleibt unbeweglich. Korrigieren mit dem Handballen ist notwendig von Natur an, weil man da wesentlich mehr korrigieren muss. Beim Ventilhorn genügt das Korrigieren mit den Fingerspitzen. Ich spiele mal das mittlere D auf 1, 2, unkorrigiert und korrigiert. Und in der Mitte, das D ist minimal hoch und das ist aber sehr leicht mit den Fingerspitzen zu korrigieren. Jetzt korrigiere ich. Eine wunderbare Sache, sich an die Korrektur mit den Fingerspitzen zu gewöhnen. Plötzlich stimmen alle deine Töne auf 1, 2. Der Kollege neben dir wird denken, der hat ein perfekt stimmendes Horn. Er muss gar nicht korrigieren, weil er nichts sieht und weil er nicht hört, dass du heimlich korrigierst. Das sind viele Informationen. Schau dieses Video eventuell mehrmals an. Und schau bitte gelegentlich auch in die anderen Videos. Es ist mir eine Freude, wenn dir dieses Video hilft.